Christopher, herzlich willkommen bei der Eintracht. Schön, dass du da bist. Wie ist dein Gefühl nach dieser Vertragsunterzeichnung? Ja, ich bin auf jeden Fall glücklich, den nächsten Schritt machen zu können hier bei der Eintracht. Und hier im Stadion direkt auch fühlt man sich auch auf jeden Fall wohl. Welche Erfahrungen hast du denn schon gemacht in deinen Duellen mit der Eintracht? Hier auf jeden Fall ein positives, weil ich mit Union hier letztes Jahr gewonnen habe noch und auch einen Assist dazu beisteuern konnte. Und jetzt dieses Jahr im Hinspiel auf jeden Fall, das Spiel war auch eins der spannendsten, was wir in dieser Saison schon hatten, mit dem 3-3 auf jeden Fall. Und ich freue mich dann nächstes Jahr für die Eintracht auch solche spektakulären Spiele mitzubestreiten. Dann hoffentlich auch wieder mit Zuschauern im Stadion hier im Deutsche Bank Park auch, wo die Atmosphäre, du hast es auch mit Union schon mitbekommen, natürlich fantastisch ist auch. Wie sehr freust du dich denn auch auf die Eintracht-Fans hier im Stadion? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf Fans allgemein, aber ich glaube, die Eintracht-Fans sind in Deutschland und ich glaube mittlerweile auch in ganz Europa oder beziehungsweise sogar der ganzen Welt einfach bekannt dafür, und das möchte ich dann hier im Stadion auch miterleben. Du bist Linksverteidiger, das ist deine angestammte Position. Du hast jetzt auch in der laufenden Saison bereits 5 Assists auch geliefert. Du hast gesagt, das ist der nächste Karriereschritt für dich. Was möchtest du hier mit der Eintracht erreichen? Ja, ich glaube, die Eintracht hat hohe Ziele mit dem internationalen Geschäft natürlich auch, und daran möchte ich auch beteiligt sein. Ich möchte dem Verein helfen, international dann auch Fuß zu fassen, eventuell auch spektakuläre Ziele zu erreichen. Oder ich glaube, vor ein paar Jahren hat die Eintracht ja auch den DFB-Pokal gewonnen. Ich glaube, das ist auch ein Ziel, was man intern natürlich hat, weil du am wenigsten Siege für diesen Titel brauchst, ja. Genau, noch dazu in deiner Heimatstadt, in Berlin dann. Wäre natürlich umso schöner für dich. Ja, das wäre natürlich umso schöner, ja. Christopher, worauf können sich die Eintracht-Fans denn bei dir freuen? Beschreib mal deine größten Stärken auf dem Platz. Ja, ich will auf jeden Fall immer aktiv sein, viel nach vorne gehen auch, aber trotzdem weiß ich, dass ich Verteidiger bin und will hinten resolut meinen Mitspielern auch helfen, dass, wenn sie wissen, sie verlieren meinen Ball, dann können sie sich darauf verlassen, dass da hinten noch jemand ist, der das dann für sie regelt. Aber vorne möchte ich natürlich auch beisteuern, dass ich dem einen oder anderen Junge dann ein Tor mehr vorlegen kann. Ja. Sehr gut. Wie nimmst du denn die Eintracht aktuell wahr? Wir haben einen schönen Lauf auch. Wie nimmst du dieses Team auch wahr? Ja, natürlich habe ich das jetzt ein bisschen mehr verfolgt auch. Die Eintracht hat einen super Spielstil auch, offensiv agiert immer, fußballerisch unglaublich viele gute Fußballer auch drin und jetzt natürlich auch Stürmer vorne, die eiskalt vor dem Tor sind und auch einfach, ja, das schön anzusehen ist, wie die Eintracht spielt. Perfekt. Dankeschön, Christian.